Woche, Woche Nummer 3, 2023, das Jugendfilmfestival. Der Termin zum Einreichen ist verschoben. Fahrplanänderung ab heute bei der VAB und Verabschiedung von der U-Bahn, die mehr als 50 Jahre oder über ca. 50 Jahre im Dienst war. Neues Jahr und auch dieses Jahr bleibt nicht wie der Fahrplan erstellt wurde, sondern ab heute, den 16.01.2023, ändert sich der Fahrplan im VGN-Bereich. Aktuell treffen diese Verbindungen wegen Krankheiten und Co. Bei der Linie 31, 40, 58 und 69 ändert sich der Fahrplan nicht. Werden aber ab 21 Uhr anstelle von Busse, Taxis eingesetzt für die Haltestelle nach Fahrplan anfahren. Die Linie 34 und 36 wird ab heute von Montag bis Freitag ab 9 Uhr 21-minütigen Takt und Samstag und Samstag dann tätigen 20-minütigen Takt einordnen. Die Linie 35, 65 wird Verkehr, hier verkennen die Busse von Montag bis Freitag ab 13.30 Uhr in 20-minütigen Takt. Auf der Linie 49 wird ab 15 Uhr keine Busse mehr fahren, sondern die Linie 46 holt die Buslinie 49 wieder ein. Die Linie 51 und 52 zwischen Frankenstraße, Worseldorf Schule und Landwasser Mitte zu Worseldorf Schule in den 40-minütigen Takt. Linie 55, 67. Bis Freitag sind die Busse ab 9 Uhr in 20-minütigen Takt unterwegs. Linie 61 ist ab 9 Uhr, fahren die Busse zwischen Rötenbach und Schwabach auch in 20-minütigen Takt. Linie 62 ab 9 Uhr zwischen Rötenbach und Katzwan alle 20 Minuten eine Verbindung. Das Jugendfilmfestival, der Termin wurde verschoben. Der Einreichungstermin wurde für für 2 Wochen der Montag in 2 Wochen ist ein Sendeschluss. Sendet euch noch eure beste Materialien ein, von Clips, von irgendwelchen Videos, was irgendwie relativ gut ankommt. Einfach alles ist möglich. Ob Musik, Kultur, Blogging und so weiter, Interviews, alles ist möglich. Und das Hauptthema dieses Jahr ist, oder das Sonderthema ist, das Thema Helden. Und wer ein Held sein möchte, kann sich was einreichen.
Der Kollege Stefan war vor Ort in Nürnberg beim Abschied von der DT1. Was alles zusammengekommen ist, hören wir hier rein oder das sehen wir hier in dem Beitrag. Am Samstag wurde der DT1 offiziell verabschiedet. Das heißt nicht, dass er ganz weg ist, sondern als Museumsfahrzeug. Es wird also noch häufiger hier auch im Stadtbild zu sehen sein für Museumsfahrten, wenn diese stattfinden. Und das Fahrzeug dient auch unseren Werkstätten mit speziellen Einrichtungen zur Gleispflege. Die Gleise müssen geschmiert werden, damit sie in einem guten Zustand sind, weiter als Werkstattzug. Das klingt doch gut. Mit mehr als 45 Jahren hat es dieses Fahrzeug Nürnberg unsicher gemacht. Für was steht die Abkürzung DT1? Für Doppeltriebwagen der ersten Generation, etwas über 50 Jahre, hat diese erste U-Bahn-Generation von Doppeltriebwagen das Stadtbild geprägt und war für viele Nürnbergerinnen und Nürnberger täglicher Wegbegleiter. Seit 2010 gab es schon Überlegungen, wie das neue Fahrzeug aussehen sollen. Die NürnbergerInnen jeden Tag von A nach B fahren sollen. War es technisch und wirtschaftlich notwendig, diese Züge gegen neue Fahrzeuge zu ersetzen, um dem DT1 auf seiner letzten Fahrt Begleitung zu geben? Zwischen 1972 und 1981 fuhr bereits die Straße im Vorlauf die Bahnstrecke. Und damit auch nochmal vielen Dank an Stefan für das vor Ort sein. War sehr schön. Und ja, das war auch schon wieder mit News der Woche für diese Woche. Nächste Woche bin ich wieder für euch da. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund und schlaf schön. Nee, erstmal habt eine schöne Woche, habt eine schöne, gute Zeit. Wir sehen uns. Tschüss.